Hallo zusammen, ich bin Amor Janik, fahre Motocross, Freiburger Meisterschaft. Hallo zusammen, ich bin Robin Schwarz, ich fahre 600 Supersport. Ciao zusammen, ich bin Damian Remy, ich fahre diese Saison 125 internationale deutsche Meisterschaft. Hallo zusammen, ich bin Manuel Pinkeli, ich fahre Schweizer Meisterschaft, Junioren 125. Ich bin Sandro Stoll, ich bin 19. Momentan trainiere ich ein bisschen trainieren, Motocross, Supermotar, Enduro. Ich bin Marcel Wohlgarten, ich komme von Hitterswil. Ich fahre Supermotar in Kategorie Prestige. Schweizer Nachwuchsfahrer auf dem Weg nach oben. Sie sind jung, ehrgeizig und haben ein Ziel. Eine internationale Karriere im Motorsport. Martin Bixel von FSB Racing hat sich zum Ziel gesetzt, diese Jungsportler intensiv zu unterstützen. Zusammenarbeit mit dem Bixel ist sicher das Wichtigste. Also wir arbeiten seit Ende 2007 zusammen. Und ich glaube, ohne ihn wäre ich niemals so weit gekommen. Konditionell und mental sowieso nicht. Martin Bixel, der 38-Jährige aus Neuenegg, hat selber Motorsport betrieben und kennt die hohen Anforderungen der heutigen Sportler nur zu gut. Doch wie ist das Konzept von FSB Racing entstanden? Ich bin 2008 mit dem Damien und mit einem anderen IDM-Fahrer am Sachsenring, am MotoGP, und habe dort ganz viel zusammen diskutiert. Und da habe ich festgestellt, dass die Motorrad-Rennfahrer sehr, sehr viel machen für ihren Sport. Also wirklich überdurchschnittlich viel gegenüber anderen Sportarten. Die brauchen wahnsinnig viel Geld für ihre Töffe. Die haben wahnsinnig viel Zeit, die sie investieren. Die Anreise, alles findet im Ausland statt. Die legen sehr viel Wert auf Details, müssen sie auch bei dürfen, dass sie überhaupt mitfahren können. Aber machen praktisch nichts für sich selber. Also nur ganz wenige trainieren wirklich für sich selber, trainieren, sei das physisch, also Konditionstraining, Ausdauertraining oder auch psychisch, Mentaltraining. Das sind ja nur die absolut Besten, machen das. Aus diesem Grunde entschied sich der Self-Made Man, hier etwas zu ändern. Mit gezielten Trainingsplänen werden die Athleten in Topform gebracht. Irgendwie Zeitachs machen. Aha. Was ist da hier das Ziel? Das ist jetzt im Bereich Kondition noch bis dann. Was haben wir noch geplant bis dann? Sicher noch 3 bis 4 Mal gejollen. Ja. Umlagen aus Tour, ne? Genau, ja. Das ist gut. Mittels ständiger Erfolgskontrolle wissen die Fahrer permanent, wo sie stehen. Die Pläne erstellt Martin Bixel individuell für jeden Fahrer und werden ständig angepasst und verfeinert. Kraftübung hast du letztes Mal noch gesagt, dass du vernachlässigst. Ja. Da tun wir uns dann noch etwas überlegen, aber das können wir dann nächstes Mal. Okay. Also grundsätzlich habe ich einmal eine Planung gemacht, eine Trainingsplanung, die man immer von einem Wettkampf aus zurückrechnen kann. Und das sind eigentlich verschiedene, es sind eigentlich 3 Phasen, die stattfinden. Das ist, wir fangen mit der Grundlagenausdauer, die wichtigste ist, wo man sehr lange daran arbeiten muss. Und 3 bis 4 Wochen vor dem Wettkampf wechseln wir dann in die Intensivphase, wo ich ihnen Möglichkeiten geben, wie sie die Intensivphase trainieren können. Ich gebe ihnen Trainingsplan, Beispielstrainingsplan an. Und nachher, ganz kurz vor dem Rennen, also 1,5 bis 2 Wochen vor dem Wettkampf, gehen wir in eine spezifische Phase, wo ich auch wieder Übungen abgebe, Trainingsprogramm abgebe, was sie machen sollen. Und das sind immer die genau gleichen 3 Phasen, die wir jetzt seit 2008 immer wieder durchspielen. Ich mache ihnen eine Jahresplanung. Auf dieser Jahresplanung sehen Sie, wann sind wir in welcher Trainingsphase. Wer in die Fußstapfen von Tom Lüthi und Co. einsteigen will, muss neben dem fahrerischen Können absolut fit sein. Aber wir reden immer darüber, dass der TÜV-Rennsportler eigentlich nicht so sportlich muss sein, weil er hockt ja auf dem TÜV und gibt Gas und hat den Motor auf Rennleistung gemacht. Weil ich selber früher hobbymässig bei TÜV-Rennen gefahren habe, habe ich relativ schnell gecheckt, dass es nicht so ist. Ich wollte das aber beweisen, habe ich dem Damian mal Pulsauswertung gemacht während dem TÜV-Fahren im Training auf dem Sachsenring. Und da haben wir Werte können auslesen, also wir haben das aufgezeichnet während dem Fahren. Und da haben wir Werte können auslesen, die wirklich massiv sind. Also Damian hat dort maximal einen Puls von 222 Schlägen pro Minute auf dieser Strecke. Und war im Durchschnitt auf 180 bis 190 gewesen, also über dem optimalen Grundlagenbereich. Und da ist dann eigentlich klar daraus entstanden, dass das Ziel muss sein, dass er eine bessere Ausdauer hat, dass der Maximalpuls oben runterkommt und dass er möglichst so viel wie möglich, so lange Zeit wie möglich in seinem optimalen Leistungspuls kann sein, also in seinem Grundlagenpuls sein kann. Deshalb ist ein präziser Trainingsplan für jeden sehr wichtig.
Martin Bixel geht noch einen Schritt weiter und trainiert auch den Umgang mit den Medien. Pressenarbeit ist für einen Dörfrennfahrer auch sehr wichtig und dort probiere ich es auch zu unterstützen. So ein bisschen, probiere ein bisschen Input zu geben, was ist wichtig vor der Presse, was muss man erzählen, was interessiert die Leute. Ich gebe auch Tipps, wie kommt man die Presse her. Der Manuel jetzt zum Beispiel, der jetzt Vater von Schweizer Meisterschaft fahren, hat jetzt gerade ganz einen schönen Pressetermin bekommen, weil ich mal gesagt habe, wie kann man das machen. Neben körperlicher Fitness hat die geistige Fitness noch fast einen höheren Stellenwert. Das ist eine Optik, die ich in den Raum stelle, die ich natürlich nie belegen kann. Aber für mich ist das Mentale 60% bei einem Wettkämpfer. Die anderen 40%, das ist Material, das ist Kondition, das ist Glück, das ist, weiss ich was, 60% findet im Kopf statt. Und da probiere ich ihnen schon ganz, ganz viel mitzugeben. Beim Damien sehr ausgeprägt. Mit dem Damien mache ich regelmässige Mentaltraining, wo wir Format anschauen, also ein Thema anschauen, ein Problem, als Beispiel eine Blockade. Und dann trainiere ich das mit ihm, trainieren, dass er die Blockade überwinden kann. Für die Fahrer ist das ganze Training bei FSB kostenlos. Zwar unterstützen ein paar Sponsoren diese Aktivitäten, doch Martin Bixel macht die Arbeit vor allem aus Freude und Überzeugung. Es ist Hobby, es ist absolut Hobby für mich. Und das macht mir eine riesige Freude. Ich bin seit manchen Jahren in Nachwuchsbetreuung tätig. Ich habe ganz viele I&S-Kurs gemacht, I&S-Leiter-Kurs gemacht, bin lange im Skifahren gewesen. Und als ich aufgehört mit dem Skifahren, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das fehlt. Und jetzt habe ich das wieder ganz auf einer anderen Plattform und es ist wirklich Hobby. Aber es ist mir wichtig, dass ich das Hobby, das ich hier mache, dass ich das richtig mache. Und darum probiere ich schon, Teilsachen sehr professionell anzugehen und sehr professionell umzusetzen. Martin Bixel ist ein Perfektionist. Sein Trainingskonzept hat sogar Swiss Olympic mit der Kampagne Cool & Clean überzeugt. Cool & Clean unterstützt heute FSB Racing. Swiss Olympic und Motorsport, ein Novum in der Schweiz. In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Talenten im Motorsport. Doch diese haben hierzulande wenig Unterstützung. Martin Bixel betreibt hier echte Pionierarbeit.